Ja, die Firma Henne ist Weltmarktführer in der innovativen Verbindungstechnologie. Wir sind fokussiert auf Anwendungen im Ladeluftbereich und im Kühlwasserbereich. Allerdings machen wir nicht nur, produzieren wir und entwickeln nicht nur die Verbindungen, sondern auch die dazugehörigen Montageautomaten. Und das macht Henn einzigartig, weil wir bieten nicht nur ein Produkt, sondern ein Gesamtsystem. Wir bieten eine prozesssichere Verbindung für den Kunden, sodass sich der Kunde eigentlich auf das System verlassen kann. Ja, also die größten Herausforderungen in Zeiten wie diesen, wo wir natürlich aus der Gesundheitskrise kommen, jetzt mit der Wirtschaftskrise zu tun haben, jetzt alle ganz gute Hoffnungen haben, dass es einen Impfstoff gibt, der möglicherweise ein bisschen mehr wieder Euphorie in den Markt bringt. Aber tatsächlich kommen wir natürlich aus der Krise. Das heißt, wir haben gelernt, wie wichtig Lieferketten sind, verlässliche Lieferpartnerschaften. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gemerkt, wie abhängig wir von unseren globalen Absatzmärkten sind. Also es war uns ganz wichtig, dass wir einerseits unsere Maschinen weiterhin verkaufen haben können. Wir haben sie nicht aufstellen können. Da haben wir uns geholfen in dem Sinne, dass wir das erste Mal wirklich online Instandsetzungen in Asien und in Amerika machen haben können. Auf der anderen Seite war es wichtig, dass die Absatzmärkte auch offen waren. Also auch die Lockdowns in Asien und USA haben natürlich eine Auswirkung gehabt auf unsere Vertriebsaktivitäten. Und ich glaube, es ist jetzt insgesamt auf Sicht fahren. Wir werden das auch noch länger tun müssen. Es schaut jetzt alles sehr, sehr positiv aus, wie gesagt. Allerdings die Frage ist, wie nachhaltig ist das jetzt alles? Ja, also wir sind sehr optimistisch aktuell. Wie gesagt, auch 2020 kommen wir mit einem ganzen guten blauen Augen davon. Also wir werden leicht über Vorjahr liegen, was für einen Autozulieferer doch ein großer Erfolg ist. Wir haben jetzt gerade letzte Woche unser jährliches Sales-Meeting gehabt, global mit den Amerikanern und den Asiaten und den Europäern. Und am Ende der 2 Tage haben wir das Budget, das vorläufige für nächstes Jahr erstellt. Und wir rechnen mit einem zweistelligen Wachstum, zweistelligen Prozentsatz. Und somit sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, was 2021 angeht. Ja, Creatize ist ja sehr innovatives Geschäftsmodell. Mit dem können wir uns natürlich gut wiederfinden. Wir sind auch sehr innovativ unterwegs und innovative Partnerschaften führen am Ende des Tages zu mehr Innovation. Creatize ist ein verlässlicher Partner im Bereich des ganzen Lieferantenmanagements, sozusagen im Sinne des One-Stop-Shops. Man kann sich unterschiedlich dort anbinden, entweder als Interface oder über einen Konfigurator. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und am Ende des Tages hilft es, die Lieferantenbasis breiter zu machen, abzusichern. Und natürlich hilft es dort oder dort auch Einsparungen zu erzielen, was natürlich gerade in Zeiten wie diesen, wo es darum geht, jeden Cent sozusagen noch irgendwie letztendlich zu heben, sind solche Dinge natürlich sehr, sehr förderlich. Ja, ich glaube, also einerseits, man hat gelernt, dass man stabile Lieferantenbasis braucht, aufgrund der Lockdown-Situation. Das heißt, Lieferanten sind wieder in den Fokus gerückt, auch redundante Lieferketten sind wiederum wichtiger geworden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich hat man gemerkt, man muss sich auf sein eigenes Geschäft fokussieren. Man ist natürlich nicht nur jetzt aufgrund der Krise gefordert, in neue Geschäftsmodelle zu investieren, sondern aufgrund technologischen Änderungen, aufgrund Verhaltensänderungen der Konsumenten im großen Stil, natürlich auch mit dem großen Ziel der Klimaneutralität. Das heißt, man muss sich auf der Vertriebsseite, in der Entwicklungsseite fokussieren und insofern ist es gut, wenn man in anderen Bereichen, beispielsweise im Lieferantenmanagement, starke Partner hat. Ja, ich glaube, der eingeschlagene Weg sollte natürlich weiterentwickelt werden. Creatize ist europäisch, hoffentlich bald auch global unterwegs. Das heißt, ein verlässlicher Partner für Unternehmen, die weltweit unterwegs sind, die auch Vertriebe oder Produktionen international haben, wo man Creatize nicht nur lokal, sondern auch international einsetzen kann. Creatize hilft aber natürlich auch stark Klein- und Mittelunternehmen, die jetzt am Ende des Tages nicht so eine große Lieferantenbasis haben, die jetzt nicht in anderen Ländern sourcen können. Also auch das ist sehr, sehr vorteilhaft. Und ich glaube, wenn Creatize in den Geschäftsbereichen, wo sie ist, nämlich in dem ganzen CNC-Fräsen, in dem Bereich 3D-Druck und möglicherweise in Zukunft auch noch vereinfachter Produkt in Kunststoffspritzen anbietet, glaube ich, dann kannst du die Produktvielfalt auch erweitern und ja, ein verlässlicher Partner bleiben für
Unternehmen wie die Firma Henn.